Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei Neulich im Garten/Blog. Anfang Juli ist wieder ein Monat rum, der ist ziemlich schnell rumgegangen. Ist wieder Zeit für Gartenrundgang. Ich hoffe, ich werde das heute nicht so in die Länge ziehen, sondern einfach mal grob drüber gehen, was sich so getan hat und wie das im Moment so aussieht. Wir haben einen schönen Tag erwischt, die Sonne scheint wieder. Was will man mehr? Fangen wir hier vorne auf der Seite an. Zwiebeln. Also wie gesagt, Schalotten sind überhaupt nichts geworden. Da ist so gut wie gar nichts hier. Die kleinen Dinger schon da. Das hat mir nicht gefallen. Ist übrigens auch wieder viel, viel zu trocken. Dann haben wir die normalen Zwiebeln. Die sind wirklich schön. Gar keine Frage. Stielmus ist abgeerntet. Da kommt jetzt, mal sehen, was ich drauf mache. Gründüngung oder sonst was. Möhren haben sich wieder erwarten, doch ein paar gezeigt. Wobei doch der Unterschied ziemlich groß ist. Die beiden rechten Reihen waren prima, die linken beiden äußerst schlecht. Dicke Bohnen war ein totales Desaster. Also noch nie so ein schlechtes Jahr erwischt. Dafür steht jetzt Kohlrabi, Fenchel und hier vorne ein paar Endivien dran. Bohnen geht gerade so. Die müssen noch wachsen. Erdbeeren. Hier vorne ist die Ecke, wo die Hasendüngung, dieses Hasenfutter wachsen soll. Aber wie soll das wachsen hier? Sibirischer Kohl, der wächst und wächst. Gelbe Zuckerschoten, habe ich noch keine von gegessen, machen auch keinen besonders guten Eindruck. Die haben mir nicht so gefallen. Die Sorte ist nicht das Wahre. Hier vorne haben wir Ulmer Ochsenhörner. Aber da hat das Netz scheint nicht so drauf gelegen, wie das sollte. Ich habe letztens eine gegessen. Da waren doch ein paar Maden drin. Topinambur. Porree. Wenn da überhaupt was draus wird. Und Sellerie. Eine Annenbeere. Dann die drei Zucchini-Pflanzen hier. Vor Zucchinis kann man sich wieder nicht retten. Da komme ich jetzt an die andere Rinden ran. Gut, was ist das? Was ist da? Da sind die weißen. Oh, habe ich auch wieder eine vergessen. Und hinten die gelben. Kann man sie noch erkennen da hinten durch? Auch wieder jede Menge. Also vor Zucchinis kann man sich nicht retten. Hier haben wir die beiden Ananaskirschen und Erdkirschen. Wobei die Ananaskirschen wesentlich besser sind. Da ist schon welche drunter. Noch keine dran, aber Blüten haben wir jede Menge. Weiter daneben ist Grünkohl. Mal sehen, ob der immer noch befallen ist von dieser weißen Fliege. Ja, da kann man sehen. Dazwischen steht Futterrüben. Ein bisschen eingezwängt hier. Da ist ja nichts an Rübe hier. Viel zu wenig Platz scheint zu stehen. Grünkohl. Und dann eine Sorte Erbsen. Weiß nicht, was das für eine Sorte ist. Aus dem Chicorée ist doch noch eine ganze Menge geworden. Also es sind doch einige Pflanzen übrig, bis auf ein paar kahle Stellen. Die habe ich durch Ringelblumen ersetzt. Rote Beete, wie nicht anders zu erwarten. Sehr zuverlässig, gar keine Frage. Kann man schön im Salat machen. Drei Sorten, wie gesagt. Hier ist sogar eine, die habe ich blühen lassen, oder die blüht. Jetzt noch eine. Oh, noch eine. Ups. Weiß nicht warum. Dann haben wir die essbaren Blüten. Normale Blüten, irgendeine Mischung, Erbsen und diese Oka. Und Lauchzwiebeln, die haben sich auch gemacht. Die erste Aussaat hier vorne, die vordere Reihe, die war, oder die vorderen beiden Reihen, die waren nicht so gut. Aber die hinteren, oder die hintere Reihe, die ist doch wesentlich besser gewachsen. Weiß nicht warum. Also da kann man jetzt schon langsam was von ernten. Sehen lecker aus. Hier haben wir die beiden Meldesorten. Ich habe sie nicht, doch, ich habe sie einmal im Salat probiert. Jetzt blühen sie. Jetzt ist wahrscheinlich zu spät. Aber die Sorten haben mir beide nicht so gefallen. Das war nicht so das Wahre.
Nee, nicht so das Wahre. Die waren auch ziemlich schlecht. Sind ziemlich befallen gewesen von irgendeinem Pilz oder sowas. Auf der Seite geht es weiter mit zwei resistenten Tomatensorten. Also sehen ja nicht besonders gut aus, aber ich kümmere mich auch nicht drum. Ich lasse die einfach nur wachsen. Aber es sind Unmengen an Tomaten da dran bis jetzt. Mal sehen, wie die sich halten. Dahinter Futterrüben, die habe ich vorgezogen gehabt und gepflanzt. Die sehen wesentlich besser aus. Die hatten also einen ganz großen Vorsprung vor den anderen. Also richtig dicke Dinger hier. Neuseeländer Spinat haben wir tatsächlich mal probiert. Schmeckt gar nicht mal schlecht. Gurken, Bohnen. Habe ich schon irgendwelche Gürkchen? Wahrscheinlich noch nicht. Dann habe ich Amaranth. Und da hinten stehen, ach, wie heißen sie? Diese Rüben, die im Krieg die Nahrungsmittelversorgung sichergestellt haben. Wobei da auch ein paar von eingegangen sind, wie diese hier. Aus unerfindlichen Gründen. Einfach abgefressen. Dazwischen stehen drei oder vier Tomaten. Die habe ich aus Geiztrieben rangezogen. Ein Teil steht hier, ein Teil steht im Gewächshaus. Das gucke ich mir mal an, wie sich das entwickelt. Hier nochmal diese Rüben. Ach man, wie heißen die? Steckrüben natürlich. So, dann haben wir Pop-Amaranth. Ja, tut sich was. Hier haben wir Romanesco. Der ist allerdings, sind mir einige von eingegangen. Also ich habe es ja mehrfach nachgepflanzt, aber die sind irgendwie eingegangen, aus unerfindlichen Gründen. Genau wie vorne diese Steckrüben. Chinesische Schlangen. Und wie gesagt, Kohl. Oh, 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 oh. So ein Blumenkohl. Noch nie gehabt. Schön. So, dann haben wir diese Gemüsezwiebel. Die werden auch langsam was. Schön groß. Mais, der irgendwie hinterher kümmert, aber der ist ja auch direkt gesät und nicht gepflanzt. Dazwischen habe ich nochmal Bohnen gesetzt. Wobei immer eine Sorte Bohnen, ich weiß nie, ob die weißen oder die grünen, wesentlich besser ist. Also muss man darauf achten. Die hinteren, die sind wesentlich besser. Hier vorne sind sie überhaupt nicht gekeimt. Rosenkohl. Da kommt jetzt noch Chinakohl und Pak Choi hin. Dann haben wir zwei Kürbisse, da und da. Die werde ich aber abschneiden, wenn sie zu groß werden. Und nochmal Einlegegurken. Ups, ich hätte mir doch diese Blümchen dazwischen verkneifen sollen. Man findet kein Durchkommen mehr. Und Stangenbohnen. Wie gesagt, die Käferbohnen sind erheblich besser als die anderen. Die sind schon oben. Während da noch welche immer noch sind, die noch rumkümmern. Dieses Tohuwabohu sind Kohlrabis. Die sind alle irgendwie aufgeplatzt. Da hinten ist noch eine viel größere, die aufgeplatzt ist. Also mit diesem Plant and Forget, das funktioniert so nicht, wie ich mir gedacht habe. Dazwischen immer noch meine Schlangengurke. Die habe ich vergessen anzubinden. Die kriecht jetzt an der Erde rum. Und hier vorne, die kommen auch langsam. Da ist auch schon eine von geplatzt. Das ist schade. Superschmelz. Ja, wahrscheinlich hätte ich doch mal gießen sollen. Da gibt's nichts. Und hier die kleine Ecke sind Zuckerhirse. Dahinter Pastinaken. Wenn ich recht habe. Ich habe immer noch nicht rausfinden können, was das ist. Aber könnte so sein. Dann haben wir Schwarzwurzeln. Zuckermais. Nee, Popmais. Und Butterkohl. Sind wir soweit durch. Und wo ich gerade dabei bin, da werfen wir nochmal einen Blick auf die Bäume, die wir haben. Auf die Obstbäume. Da haben wir hier einen Birnbaum, der hat im letzten Jahr auch unheimlich viel getragen. Sind aber keine von übrig geblieben. Ich weiß allerdings nicht, welche Sorte. Da sind mir schon mehrere Äste abgebrochen, weil der so voll war. Also die sind dann nachher im letzten Jahr alle einfach irgendwann runtergefallen.
Also woher jetzt dieses Bäumchen kommt, ist mir völlig unklar. Entweder ich habe das im letzten Jahr nicht gesehen, dass da überhaupt Früchte dran waren, oder es waren keine dran. Also der ist sowas von voll. Ich habe schon die ganze Zeit Angst, der würde umfallen. Sowas von voll. Und die sind sowas von lecker. Da haben wir nämlich noch einen. Hier hinten. Der ist genauso voll. Unmengen. Das sieht doch wirklich köstlich aus. Wann hat der Normalmensch, also wir hatten ja keine Bäume in unserem alten Garten, wann hat der Normalmensch schon mal die Möglichkeit, direkt was vom Baum zu essen? Ich habe letztens hier unter dem Mirabellenbäumchen gesessen und habe mir eine nach der anderen von diesen Dingern hier reingezogen. Köstlich. Das ist eine Erfahrung, die kennt man gar nicht mehr. Super. Da gucken wir uns noch die Apfelbäumchen von diesem Jahr an. Man hat mir ja vorgeworfen, ich würde hier Wüste kreieren. Aber dem ist nicht so. Ich habe hier schon eine ganze Reihe Blümchen zwischengesetzt. Will sehen, dass das Gras hier nicht wieder durchkommt. Aber teilweise sind die recht spät gepflanzt worden. Ich weiß nicht mal, was das alles ist. Das waren so 10er Packs im Gartencenter, die habe ich mir besorgt. Die sind aus eigener Anzucht. Das weiß ich auch nicht, was das ist hier. Aber von diesen ganzen Bäumchen, da sind glaube ich nur 2, 3, ja, wo überhaupt was dran ist. Der hat eine hier, aber es sind auch schon eine Menge verloren gegangen. Und der hat 2 Äpfel. Was ist das? Nela. Wer weiß, wann der reif ist. Und hier der erste, Boskop. Der hat wirklich eine ganz stattliche Zahl Äpfel da dran. Muss man nachsehen, wann der reif ist. Weiter zu den Himbeeren. Die sind ja auch erst von diesem Jahr. Aber die eine oder andere kann man schon mal ernten. Da baue ich wirklich aufs nächste Jahr. Dann sieht die Sache besser aus. Ja. Nichts drin. Köstlich. Und weiter. Aronia. Aber die Schrösche sind ja alle erst von diesem Jahr. Also ist nicht viel zu erwarten. Eine andere Sorte Aronia, die sind etwas weiter. Tatsächlich hier. Also da sind tatsächlich ein paar dran, aber das lohnt sich nicht, um dafür irgendwas zu machen. Dann Johannisbeeren. Die haben eine ganze Zeit lang im Wachstum gestockt. Blattläuse, man sieht das. Dann habe ich die mit Seifenlauge behandelt. Ein paar haben sich erholt, die wachsen weiter, wie der hier zum Beispiel. Man sieht richtig, wie der in die Höhe geschossen ist, seitdem ich die behandelt habe. Die anderen nicht so. Diese Sorte hat es überhaupt nicht getroffen. Das ist eine schwarze Johannisbeere. Das ist wieder eine weiße. Wenn ich mich recht erinnere, ja, die hat es genauso getroffen. Also da muss ich doch nochmal dran, damit die vielleicht nochmal neu austreiben. Dann haben wir Sonnenblumen dazwischen. Nochmal eine schwarze Johannisbeere. Oh, die sieht noch schlecht. Ne, was ist das? Doch, schwarze Johannisbeere, die sieht noch schlechter aus. Wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Kein schöner Anblick. Und dazwischen den ganzen Blumen die Maibeeren. Aber das ist alles viel, viel zu trocken wieder. Und dabei war das doch eigentlich relativ viel geregnet. Also man sieht, ich bin hier keine Wüsten am Züchten, sondern da steht schon noch was. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, was da so rumsteht. Ich hatte ja zu Anfang des Jahres gesagt, ich will so wenig gießen wie möglich. Aber das ist eine Sache, die funktioniert so nicht. Also ganz ohne Zuwendung meinerseits kann das nicht funktionieren. Ich habe es gelernt. Im nächsten Jahr muss ich mir da wieder was anderes überlegen. Soweit erstmal von unserem Garten hier draußen. Wer mehr wissen will, neulich im Garten.de/Blog oder YouTube-Kanal RR Hase. Da gibt es immer wieder was Neues und immer wieder Interessantes. Bis dann!